Und noch einmal zur Silvesternacht in Krefeld. Drei Frauen, eine Mutter und ihre erwachsenen Töchter, wollen das neue Jahr stimmungsvoll begrüßen, lassen sogenannte Himmelslaternen aufsteigen und lösen damit das verheerende Feuer im Affenhaus des Zoos aus. Da ist sich die Polizei inzwischen ziemlich sicher. Das Problem, die Lampions in den Himmel zu schicken, ist in Deutschland verboten. Kaufen kann man sie aber trotzdem. Ralf Goldmann berichtet. Blumen und Kerzen vor dem Eingang des Krefelder Zoos. Noch immer trauern die Menschen um die getöteten Affen und können noch zwei Tage danach kaum fassen, was passiert ist. Jeder in Krefeld, der den Zoo kennt, ist traurig und über die Grenzen hinaus natürlich. Und wenn sowas Schreckliches passiert, es ist immer ganz schlimm, egal wo es passiert. Ich bin gestern schon fast den ganzen Tag hier gewesen, weil ich alleine die Trauer nicht aushalten konnte. Und mir hat gut getan, dass wir viele Trauernde waren. Das Affenhaus war in der Silvesternacht komplett niedergebrannt. Die Tiere wurden im Schlaf von den Flammen überrascht, unter ihnen auch der 48 Jahre alte Massa, das älteste Gorillamännchen Europas. Nur zwei Tiere überlebten. Als Ursache gilt eine solche Himmelslaterne, die das Dach in Brand setzte. Eine 60-Jährige hatte fünf davon gemeinsam mit ihren beiden Töchtern in der Nähe aufsteigen lassen. Ganz normal bürgerliche Menschen, eigentlich sehr vernünftig wirkend, auch verantwortungsbewusst wirkend. Und sie dachten, dass es zu Silvester erlaubt sei, diese Leuchten steigen zu lassen. Nach einem tödlichen Brand vor 10 Jahren sind sie aber in Deutschland verboten. Sie sind aber dennoch weiterhin in vielen Online-Shops im Internet erhältlich. Die Frauen werden mit einem Strafverfahren rechnen müssen. Der Vorwurf: fahrlässige Brandstiftung. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Haft.